So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Ulf. Und hier ist auch der Mo. So, und wir haben euch eingeladen, hier auf einen neuen Channel euch ein paar Sachen anzuschauen. Und wir möchten euch gerne innerhalb der nächsten Minuten einfach mal erklären, wie das zusammenhängt, warum wir hier sind. Und wir möchten einfach damit anfangen, dass wir erstmal feststellen müssen, dass wir heute wirklich in einer echten Cloud leben, halt in der Wolke, ne? Kann man schon sagen halt, ne? Ich denke, dass es ganz klar für uns ist, dass einige Daten über uns sich in dieser Cloud befinden, ob willentlich oder nicht, und somit befinden wir uns wirklich alle in dieser Cloud. So, das heißt, die Cloud in dem Sinne ist heute also eine riesige Flut von Informationen, denen wir alle ausgesetzt sind, die irgendwo da sind, ja? Aber in unserer Realität eigentlich so gut wie keine Relevanz haben meistens so. Und jetzt sieht es halt so aus, dass Mo und ich jetzt seit 7 Jahren einem Geheimnis auf der Spur sind. Das, was mit Ephraim zu tun hat, was mit Israel zu tun hat und so weiter und so fort. Und wir in den letzten Jahren eigentlich ein Netzwerk aufgebaut haben und Kontakte zu den verschiedensten Internet-Properties, ja, die halt sich in der Cloud befinden. So. Und unter anderem ist da natürlich DreamStream, ja, meine Firma in Amerika, wo ich CEO gerade bin. Israel Shop, eines der ältesten Domains für den Online-Bereich für Produkte aus Israels, ebenfalls in unserem Besitz und unserem Einflussbereich. Wir haben natürlich jetzt hier EphraimRising.tv. So, dann kommt eine sehr interessante Plattform dazu, das ist die Plattform von Michael, Truly. Truly.com ist also ein ziemlich großer Channel für Informationen im christlichen Bereich. Einige 10.000 reguläre Zuschauer bei einigen Sendungen. Dort, wo sich eigentlich derzeit so in Amerika evangelikale Christen, kann man schon sagen, treffen. Wir haben hier selber unsere Community, eines der ebenfalls ältesten Domains in diesem Bereich, shofarshop.com, seit 1999 oder so bei uns im Betrieb. Dann haben in der letzten Zeit, bin ich rausgegangen über die sozialen Netzwerke natürlich hier, eine Ze'ev Ben Ephraim mit dem Namen. Viele Leute hatten da Fragen, können damit nichts anfangen, sind dort ein bisschen überfordert. Dann ist dabei das Hebrew Roots Network. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, Mo? Das Hebrew Roots Network ist mir persönlich das erste Mal aufgefallen vor ein bisschen mehr als 2 Jahren, als ich noch in Afrika war und im Internet mich umschaute, was denn unsere Kollegen in den USA so machen. Und es wurden einige der bekanntesten messianischen hebräische Wurzelnlehrer zueinander geführt. Die haben sich quasi zusammengerauft. Der Scott Diffendörfer hat ein bisschen das Kommando übernommen im Aufbau der Struktur. Und auch jetzt erst vor 2 Wochen gab es ein Update der Webseite. Sieht alles sehr schick aus, sehr bemüht, geht auch ein paar kulturelle Geschichten mit Tanz und mit Musik und ja, was man halt so in Israel nicht alles machen möchte. Und es ist sicherlich ein erster Startschuss, uns mehr mit unseren Wurzeln zu beschäftigen. Mittlerweile, also ich hatte jetzt mit der letzten Unterhaltung von Scott, ich glaube mittlerweile sind die in 130 Ländern oder so, werden die gesehen, also sind Abrufe aus 130 Ländern, überall also auf der Welt, interessiert man sich für diese biblischen Themen, ja was, wie sieht das aus mit dem Messias, was macht man mit dem Schabbat, was macht man mit der Tora, wie sieht das aus mit Israel, so und all diese Sachen sind alle komplett online, die sind fertig und die sind ready. Also dort sind letztendlich Zehntausende Nutzer jeden Monat, die sich auf den verschiedensten Netzwerken oder Properties von uns bewegen. So. Und was wir halt über die letzten Monate gemacht haben, halt eine Planung, wie wir jetzt derzeit noch lose, voneinander getrennten Netzwerke, wie wir die miteinander verknüpfen. Und haben also zunächst mal unser 3PTV Reality Documentary
Channel geschaffen, nämlich über ephraimrising.tv. So, und dafür, ja, das ist jetzt so eine Sache, wo Informationen rausgehen, ja, vollkommen kostenlos. Wir werden dort ein paar Sachen posten, die dann erstmal in diese riesen Community, die dort international existiert, diese Information erstmal reingeschoben wird. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, was das für Informationen sein werden. Also bei Ephraim Rising TV haben wir uns ganz klar den Aufhänger genommen, dass wir die Geschichte von Ephraim erzählen. Da geht es um Identität, da geht es um alte Schriften, da geht es um Historisches, da geht es um aktuelle Situationen. Es ist ein sehr spannendes und komplexes Feld und wir möchten diese Geschichte erzählen, indem wir das dokumentieren. Sollte man das versuchen, erstmal zu erklären, wird das halt eine ganz schön lange Nummer. Und wir sind in dem Bereich, dass wir das schon machen, möchten das dann auch den Zuschauern dort draußen so zeitnah und echt wie möglich übertragen und dadurch animieren, dass 3P, dieses 3P steht halt für Pray, Pay, Participate. Wir brauchen hier wirklich Aktion, also da soll sich ein richtiges Movement losstoßen, dass wir Leute haben, die entweder sagen, Mensch, das unterstütze ich mit Gebet, ja, oder nee, ich sehe, was die machen, vielleicht bin ich gerade nicht zeitlich frei und auch nicht so unabhängig, dass ich jetzt da einfach mitmachen könnte, aber ich gebe einfach meinen Taler dafür, ja, ich unterstütze die Sache, es werden so viele Dinge in der Welt unterstützt, dass man daraus auch klar sehen kann, dass die Leute willig sind und der ein oder andere, der mutig ist und vielleicht auch sagt, Mensch, ich verstehe das, was da gemacht wird. Ja, es geht hier wirklich um eine große Geschichte. Da möchte ich dabei sein, das begeistert mich, dann gerne mitmachen. Ja, und wer sich dann immer fragt, ja, womit mitmachen? Wir gehen raus und erzählen zunächst mal nur die Wahrheit. Ja, also das ist mal ganz wichtig zu verstehen. Aber es gibt halt eine Wahrheit von einer Realität, die den meisten Menschen komplett verborgen ist, ja. Und das ist nämlich diese Wahrheit über Israel, über Tora, über die Dinge, die abgehen, von denen die wenigsten eigentlich überhaupt eine Vorstellung haben, so. Und wenn wir diese Informationen rausgehen, ist es so, wie der Mo das sagt, ganz praktisch zu verstehen, also, ja, kommt ihr zu uns eigentlich in eine Community, Ephraims Place haben wir das genannt. Das ist mittlerweile ebenfalls online, läuft über Ning, ja. Und dort möchten wir wirklich mit den Menschen, die wir über die Jahre, über die letzten 21 Jahre, über die letzten, 21 Jahre, ja, über die letzten 40 Jahre, ja, Kontakt hatten, mit denen wir gearbeitet haben, mit denen wir Dinge gemacht haben, die möchten wir nach und nach wirklich in diese Community einladen, um mit uns gemeinsam halt auf, ja, basierend auf richtigen, fundamentalen Wahrheiten halt zu handeln halt, ja, so. Und diese Handlung, also wenn wir jetzt in diesem Bereich reden, das ist alles, ja, vollkommen unser Privatding, kann man sagen, ja, also da steht keine Firma dahinter, sondern das ist unsere Art und Weise, wie wir sagen, nein, unsere Lebenseinstellung, unsere, von dem, weil wir sind, was wir machen, ja, lässt sich nicht reinpressen in irgendein Gesetz der Welt, sondern wir möchten das ganz praktisch zeigen, wie wir das selber machen in unserer eigenen Community und frei leben. So. Und dort gibt es natürlich dann so einen kleinen, wie soll man sagen, so eine kleine Grenze, ja, denn wenn wir halt rausgehen, das heißt, deswegen fragen wir auch die Leute, dass wir uns, ja, dass sie das unterstützen, ja, dass sie irgendwann sagen, meine Güte, ich habe dort jetzt eine Lüge erkannt, ja, habe zum Beispiel dort eine Organisation unterstützt, ja, die totalen Humbug erzählt hat, Mist erzählt hat, so, und ich nehme jetzt diese Information, ich überweise das Geld jetzt nicht mehr denen, sondern einmalige Möglichkeit, dass halt weiter die Wahrheit rauslaufen kann halt, ne, zahle ich halt einmal einen freiwilligen Beitrag halt für die Sachen von Mo und Ulf und das, was wir hier privat tragen halt, ja, wir haben das also bis jetzt komplett auf eigene Kosten hochgezogen, so. Und damit bleibt es erstmal privat. So. Und wenn jetzt halt Leute sagen, alles klar, ja, wie mache ich denn mit? Wie kann ich denn jetzt wirklich aufgrund dieser Information, wie kann ich denn da mitmischen halt? Ja? Wie kann ich denn jetzt wirklich agieren? Ja? Dafür haben wir dann geschaffen, nehmen wir Dreamstream. Ja? Unsere Firma in Amerika, wenn ich sage, unsere Firma in Amerika, das ist also eine Aktiengesellschaft,
seit 2006 eingetragen, sehr stabile Partner, Vermögen vorhanden und ist halt komplett außerhalb Europas. So, und dort werden wir uns ein Beteiligungsmodell überlegen, weil wir halt von einem Erstkontakt, den wir machen, ja, von einem Erstkontakt, also wenn wir jemanden das erste Mal kennenlernen, ja, dass wir durch diesen Informationszyklus, ja, die Leute qualifiziert ja, informieren, dass sie eine Entscheidung treffen können und dann wirklich lebenslange Partnerschaften geformt werden können. Warum ist das so wichtig? Naja, wir, Nummer eins, wir erzählen die größte Geschichte unseres Zeitalters. Kann man das, ja? Also, ja? Auf jeden Fall. Sicherlich für einige jetzt erstmal so eine ziemlich wilde Aussage, ja, forsch, mutig, vielleicht sogar ein bisschen daneben. Wir haben aber eine Information zur Verfügung, die wir ja jetzt erstmal euch nach und nach über so eine Art Dripping-System, also Tröpfchen für Tröpfchen, zuführen möchten. Wir wissen, wovon wir reden. Allerdings. Wir haben das Problem, dass wir das halt nicht so kondensieren können, nur durch so eine Aussage. Es ist tatsächlich die größte Geschichte unseres Zeitalters, ja, ja. Und die stellen wir nach und nach vor. Genau. Warum, ihr werdet es halt sehen, es geht natürlich um Jerusalem, ja. Also ich habe Mo letzte Mal halt mitgenommen, 2009 habe ich ihn mitgenommen. Ich selber von 96 bis 2007, Ende 2007 in Jerusalem gewohnt, okay. Selber Israel, ja, wir wissen, heute kommt man in den Nachrichten überhaupt nicht mehr um Israel drumherum. Ja, wir haben jetzt erst die letzten Tage hier in Deutschland den Besuch gehabt aus Israel. Premierminister war, glaube ich, da, der Präsident war da, hat sich schön am Brandenburger Tor ablichten lassen und so, ja. Also Israel ist definitiv akut. So, dann ist halt das Riesenthema Tora bei den Christen, ja, ist die Tora gültig, macht das Sinn, muss ich die halten und so weiter und so fort. Kennen wir alle Streitigkeiten, denen wollen wir alle auf den Grund gehen, ja. Und dann natürlich über eines der größten Konflikte, kann man sagen, die seit knapp 2700 Jahren laufen, nämlich der Streit zwischen Ephraim und Juda, zwischen Christen und Juden. Na, wer hat denn eigentlich jetzt die Hosen an? Ja? Wer darf da das letzte Wort sagen? So. Und in diesem Bereich werden wir mit unseren lebenslangen Partnern eine eigene, Anführungsstrichen, Regierung, ja, eine Governance herbeiführen. Also wir reden hier über Technologieentwicklung, die man braucht, um Menschen miteinander zu verknüpfen, damit die Daten austauschen können, die vollkommen unabhängig von Google, Facebook oder sonstigen Sachen laufen. Also wir reden hier wirklich, wie bin ich in der Lage, meine Technologie zu nutzen, ja, aber komplett mit meinem privaten Zielen. Ne? Dass man einfach eine gerechte Verwaltung der Daten gerechte Verwaltung der Daten. So. Das Zweite, worüber uns wir sehr, sehr stark Gedanken machen werden, wo wir konkrete Sachen machen werden, ist halt das Thema Currency, also Währungen. Und der dritte große Bereich ist halt der Bereich Media Truth. Also wir reden über das, was hier in Deutschland bekannt ist als die Lügenpresse halt, ja. Dagegen wollen wir angehen, ja, und Inhalte auch wirklich produzieren, die Sinn machen halt, ne? So. Und in diesem Bereich werden wir also hergehen, technologisch eine 100% sichere und private Cloud-basierende so Online-Nation schaffen. Also man kann sich vorstellen, eine Tablet Anschluss und dort hat man seine Community. Ne? Also ich habe jetzt meine Ephraim's Place halt mal aufgemacht, lade dort Menschen ein, aber jeder kann sich halt so ein eigenes Ding ja machen halt. Ne? Die Werkzeuge sind verfügbar. Wir haben es ja auch jetzt vorgemacht. Nicht, dass wir vorher damit schon so bewandert waren. Innerhalb von 4 Wochen haben wir jetzt diese beiden Webseiten hochgezogen. Wenn man motiviert ist, kriegt man es hin. Ja, auf jeden Fall. So, unser Ziel halt, mit unseren Partnern halt, ne, eine absolut sichere und private Gold- und Silberbasierende Währung auf die Reihe zu kriegen. Wir zeigen euch ganz genau, wie das funktioniert. So, und dann haben wir das mit Media Truth, das, was wir bezeichnen als 100% koscher vor Israel.
Für Israel koscher, naja, dass es halt ne, sauber ist. Da sind halt keine Lügen drin, da sind halt das, was für den Geist, für den Körper, was das wo, gute Informationen halt. Ne? Das, was halt Juden, Christen, jeder, der gottesfürchtig ist, wirklich konsumieren kann. Ne? Also ich habe es nochmal nachgesehen. Es ist tatsächlich im Englischen am leichtesten übersetzt mit Fit for Israel. Also wenn etwas fittet, dann passt das. Und das wäre dann auch das Deutsche für uns, passt. Das ist einfach passend. Genau. So, und das ist immer so ein kleiner Überblick. Also was jetzt hier über die nächsten Tage, Wochen und natürlich Monate passieren wird. Das ist vielleicht unser Erstkontakt. Wir wünschen dir, dass du dir die Sachen zu Herzen nimmst. Ja? Wir laden dich ein, mit uns gemeinsam halt hier einen Weg zu gehen. Ja? Schau dir die Informationen an. Du kannst halt ganz praktisch uns unterstützen. Unter dem Video sind ein paar Knöpfe. Ja? Da fängst du halt, wenn du keine Knete hast, aber sagst, nee, 5,77 €, ne? Widow's Mite, dann haben wir 57,77 €. Warum dieser Betrag? Naja, im Jahr 5777, dort wollen wir unser Ziel erreicht haben, etwas in Jerusalem zu tun halt. Na, da werden wir euch später noch drüber berichten, das ist jetzt ein bisschen fehl an der Platte. Aber weil das halt in 2 Jahren ist, haben wir gesagt, nein, derjenige, der das unterstützt, ne, das soll für Jerusalem sein halt. Ne? So, und diejenigen, die Könige, die Gemeinden unter euch, ja, die können dann halt ein bisschen mehr rauszahlen und die Unternehmer natürlich noch ein bisschen mehr. Ne? Passend. Passend halt, ja. Passend. So, und das ist so als kleine Anerkennung, aber dafür auch unseren, dass ihr auch irgendwo sagt, jawohl, das, was die machen, das stimmt, das unterstütze ich und ich stelle mich dahinter. Ja, und das ist halt eine einmalige Sache. Ihr kriegt dann Zugang zu den verschiedensten Exklusiv-Contents, die wir halt erstellen werden. Sachen, die halt noch kein anderer gesehen hat. Ja, Sachen, die jetzt mal wieder rausgepackt werden, die lange im Verborgenen waren, die jetzt halt aber nur dieser Community dann zur Verfügung gestellt werden. Ne? Also da sind interessante Informationsschätze dabei. Auf jeden Fall. Ja, und einige, die werden sich richtig lohnen, das sage ich euch. So, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns später. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Und ansonsten, Gottes Segen. Gottes Segen.